Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und wir müssen heute übers Fliegen sprechen, beziehungsweise über Top Gun 2 oder Top Gun Maverick mit Tom Cruise. Die Fortsetzung zu dem Film, wo man sich gefragt hat, braucht das Ding überhaupt eine Fortsetzung? Und die Antwort darauf ist, nein, eigentlich nicht, aber es ist trotzdem irgendwie ganz cool. Ich will euch jetzt in diesem Video verraten, wie ich Top Gun 2 fand. Das geht tatsächlich auch mal wieder komplett ohne Spoiler. Ihr seid hiermit nicht vorgewarnt worden. Ja, Tony Scotts Top Gun von 1986 ist ja mittlerweile so ein kleiner, großer Kultfilm geworden, der irgendwie einfach perfekt auch in die 80er Jahre passt, weil es ist einfach so ein cooler Macho-Film mit sehr, sehr viel Action und sehr, sehr viel Beachvolleyball-Szenen, bei denen man nicht genauer fragen will, was hier eigentlich genau passiert. Ich muss ja tatsächlich gestehen, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Top Gun. Der Soundtrack ist klasse und auch die Action ist absolut super. Aber der Rest von Top Gun ist echt so ziemlich lahm und öde. Gerade diese ganze Story ist einfach ja nicht vorhanden. Das Ding kann man hier eigentlich als großen Werbefilm für die US Navy sehen und deren Kampfflieger. Und das hat damals tatsächlich auch funktioniert. Also die Bewerbungen bei der Navy sind nach Top Gun enorm in die Höhe gestiegen. I feel the need for speed. Und okay, man kann es halt auch verstehen, weil es sieht natürlich wahnsinnig cool aus, wenn die sich da alle mögen und wenn die dann auch mit ihren Jets durch die Gegend heizen. Und für Tom Cruise war Top Gun damals natürlich einfach nur so ein weiterer krasser Actionfilm, weil er war ja gerade so in seiner großen Phase, wo er dann auch Days of Thunder und solche Filme gemacht hat, die einfach schon damals gezeigt haben, ja, dieser Typ ist ein absoluter Adrenalin-Junkie und er treibt das ja einfach nur noch mehr und noch mehr auf die Spitze, was wir in den Mission Impossible Film jetzt mit jedem neuen Teil sehen und was man tatsächlich auch an Top Gun 2 sieht. Und das bringt mich jetzt zu diesem Film, den ich, wie gesagt, wirklich nicht gebraucht hätte. Und man merkt dem Film auch so ein bisschen an, dass er selber gar nicht so richtig weiß, was er jetzt denn eigentlich erzählen soll. It's one of life's mysteries, sir. Weil wegen der Story braucht ihr den wirklich absolut nicht gucken. Wir haben natürlich wieder Tom Cruise als Maverick, der wieder an diese Top Gun Schule gehen soll, um hier die Besten der besten Piloten der Navy zu unterrichten, weil die haben eine sehr, sehr gefährliche Mission, die sie hier erledigen müssen. Und um sie dafür auszubilden, kommt halt nur Maverick in Frage. Das Problem für ihn ist hier vor allen Dingen, dass er auf Rooster trifft. Der wird gespielt von Miles Teller und soll der Sohn von Goose sein, den Maverick ja am ersten Teil verloren hat und wofür er sich ja auch immer noch nicht verziehen hat. Es wurde zwar im ersten Teil gesagt, ja, das war alles nur ein Unfall, aber Maverick, großer Held, der ist, kann sich das einfach nicht verzeihen. Und offensichtlich gibt es auch zwischen Rooster und Maverick hier Spannungen. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die da mit reinspielen, weswegen das hier so ist. Aber das ist letztendlich auch so die ganze Story. Und man merkt diesem Film auch wirklich an, sie erzählen de facto die Story von Teil 1, nur jetzt halt nochmal mit anderen Schauspielern. Das Ganze fängt sogar 1:1 genauso an wie der erste Teil, auch wieder auf so einem Flugzeugträger und wir sehen ganz, ganz cool, wie die Jets hier losstarten. Das ist irgendwie alles noch cool, vor allen Dingen als dann Danger Zone läuft, ist man irgendwie sofort wieder in diesem Rhythmus von Top Gun mit drin, aber das ist dann halt auch schon irgendwie alles. Der Film versucht zwar immer wieder auch so Member Berries rauszuhauen und zu sagen so, oh ja, das war hier, war auch im ersten Teil so und statt Beachvolleyball spielen die jetzt halt Football. Aber letztendlich ist es halt alles genau das Gleiche, nur dass wir jetzt einen älteren Maverick haben, weil die Gruppe rund um Miles Teller ist quasi die Gruppe rund um Val Kilmer und Tom Cruise damals von 1986. Da ändert sich jetzt nicht wirklich viel. Was man immerhin sagen kann, die Schauspieler haben alle eine wahnsinnig gute Chemie. Die funktionieren hier in Teil 2 für mich auch besser, als sie das in Teil 1 getan haben, weil das hier ein bisschen lockerer wirkt. Bei Teil 1 hatte ich wirklich immer so das Gefühl, okay, die sind alle wahnsinnig angestrengt, hier mega cool zu sein. Der zweite Teil hat das zwar auch, du hast natürlich auch irgendwie diesen einen Macho-Flieger, der sagt, der ist der geilste überhaupt, aber die funktionieren hier für mich einfach irgendwie besser. Gleichzeitig ist es zumindest schön zu sehen, dass sie mit dem Charakter von Maverick hier auch wirklich gut umgehen, weil wir haben ja jetzt mittlerweile so viele Revivals und da wird irgendwie Schindluder getrieben mit diesen alten Charakteren. Tom Cruise hat die offensichtlich wirklich sehr darauf geachtet,
geachtet, dass sein Maverick auch immer noch sein Maverick bleibt. Und das Schöne ist bei ihm hier zumindest, dass man hier diesen emotionalen Punch mit reinbringt, weil er jetzt auf den Sohn seines verstorbenen besten Freundes trifft und weil er da selber halt noch viel aus seiner Vergangenheit verarbeiten muss. Es gibt auch einen wahnsinnig emotionalen und wirklich auch sehr schönen Moment zwischen Maverick und Iceman, gespielt von Val Kilmer. Und Val Kilmer kämpft seit 2015 mit dem Krebs und hat sich deswegen ja auch schon lange nicht mehr auf der Leinwand gezeigt. Ihn hier jetzt nochmal zu sehen, wie er gegenüber von Tom Cruise spielt, absolut großartig. Das ist auch wirklich nochmal eine schöne Ehrung für Val Kilmer selbst. Aber das ist es dann leider auch schon. Die Liebesgeschichte, die man da mit Jennifer Connelly hier einbaut, die Penny spielt, ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Aber ganz ehrlich, das war im ersten Teil schon so. Auch da habe ich mich gefragt, so, warum mögt ihr euch jetzt? Weil das Drehbuch es sagt so. Und das ist hier genau das Gleiche. Also man hätte auch irgendeine andere Schauspielerin nehmen können, statt eine großartige Jennifer Connelly, die hier wirklich einfach nur in die Kamera lächeln darf und irgendwie hübsch aussehen darf und so ein bisschen Eye Candy neben Tom Cruise sein darf. Und das ist halt ein bisschen schade, aber irgendwie brauchen solche Filme ja halt auch genau sowas. Und von daher, ich kann es irgendwie verschmerzen. Dieser Film fühlt sich halt an, als wäre er immer noch aus den 80er Jahren, nur dass wir ihn jetzt 2022 gucken. Und von daher muss man da vielleicht auch Regisseur Joseph Kosinski irgendwie dankbar sein. Der hat ja zuvor mit so Filmen wie Oblivion und Tron Legacy wirklich coole Sci-Fi-Abenteuer in die Kinos gebracht und schafft es jetzt hier wirklich so, diese Ära Top Gun nochmal aufleben zu lassen. Auch, wie gesagt, wenn kein Mensch diesen Film jemals gebraucht hätte, weil er führt jetzt kein eine großartige Story weiter und auch diese Mission, die da am Ende zustande kommen soll, ist halt irgendwie Lukes Mission am Ende von Episode 4. So, also nur jetzt halt mit echten Kampfjets und nicht im Weltall beim Todesstern, sondern hier auf der Erde. Das ist alles so, ja, okay. Also man muss schon wirklich irgendwie sich sagen, okay, ich schalte jetzt mein Hirn aus und dann gucke ich mir diesen Film an. Und gleichzeitig muss man sich auch sagen, warum gucke ich mir überhaupt einen Tom Cruise Film an? Nicht mehr unbedingt wegen der Story, sondern wegen der Action. Weil wenn Tom Cruise draufsteht, weiß man, die Action wird grandios. Und das kann ich schon mal sagen, was die Action angeht, ist Top Gun 2 um Welten besser als das, was wir damals 1986 erlebt haben. Tony Scott hat auch coole Actionsequenzen geliefert. Aber wow, also was Top Gun 2 hier abliefert, Wahnsinn. Also ich wusste nicht, ob mir schlecht werden soll oder ob ich einfach nur vor Freude kreischen soll, weil das ist wie Achterbahnfahren im Kino. Das wurde ja auch wirklich handgemacht gedreht. Also es gibt da ja auch so Featurettes und Behind-the-Scenes-Material, wo man natürlich wieder sieht, dass die Leute alle in echten Jets fliegen mussten. Die jungen Darsteller wurden hier wirklich auch einem harten Training unterzogen, damit sie dann diese Sequenzen hier durchführen können, dass sie dann auch wirklich Flieger selbst fliegen können. Weil, sorry, sie sind in einem Actionfilm mit Tom Cruise, da muss sowas sein, da ist sowas Pflicht und das merkt man diesem Film an. Diese Bilder sind absolut fantastisch und dazu dann noch diese ganzen Flugmanöver zu sehen, die diese Jets mittlerweile einfach hinkriegen, ist absolut unglaublich. Also es ist schon bemerkenswert, was Technik irgendwie so kann, es ist bemerkenswert, was diese Flieger alles so können und Top Gun 2 zelebriert das halt einfach und man merkt dieses Rütteln des Flugzeuges, man merkt diese Geschwindigkeiten, das sieht wirklich einfach nur absolut unglaublich aus. Und das sind dann wieder die Bilder, die für all das entschädigen, was vorher war, nämlich diese recht dümpelige, flache Story, die eigentlich nur da ist, um zu sagen so, okay, wann gehen wir zur nächsten Actionsequenz über? Weil diese Sequenzen sind fantastisch und für diese Sequenzen müsst ihr auch ins Kino gehen, weil da braucht ihr eine große Leinwand, da muss das Soundsystem ordentlich röhren, damit diese Flugzeugstartergeräusche euch so durch Mark und Bein gehen, weil nur dann macht Top Gun 2 wirklich einfach verdammt viel Spaß. Tom Cruise ist hier natürlich auch wieder auf der Höhe seiner Zeit. Was der Mann noch alles über sich ergehen lässt, ist absolut fantastisch. Man sieht ihn natürlich das obligatorische Motorradfahren. Er darf natürlich wieder durch die Gegend rennen, wie sonst kein anderer durch die Gegend rennen kann. Und wie gesagt, wenn der am Steuer des Flugzeugs sitzt, dann weißt du auch, ja, der sitzt wirklich jetzt in einem Flugzeug. Und das mag ich an so einem Tom Cruise. Man kann von ihm als Privatperson halten, was man will. Aber er als Schauspieler liefert für mich einfach ab.
ab. Und ich glaube, wenn ihr Top Gun 1 nicht mochtet, dann wird auch dieser Film das Ganze für euch nicht retten, auch wenn die Actionsequenzen hier noch imposanter sind. Aber wie gesagt, so, wenn ihr Top Gun-Fans seid, dann ist das hier genau euer Film, weil er tatsächlich irgendwie gekonnt eine Fortführung ist von dem, was wir 1986 erlebt haben und wirklich auch gut mit diesem Charakter von Maverick weitermacht. Aber ganz ehrlich, in Zeiten von so Filmen wie Fast and the Furious ist mir sowas wie Top Gun 2 dann doch tausendmal lieber, weil das hier wenigstens noch wirklich greifbar ist, weil es tatsächlich irgendwo auch noch ein bisschen realistisch ist, was die hier tun. Auch wenn ich immer noch darauf warte, dass Tom Cruise in seinem nächsten Mission Impossible Film wirklich den Felix Baumgartner macht, ins All fliegt und dann wieder runterspringt. Das macht er hier jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, der Mann steht für Action. Und wenn dann der neue Mission Impossible kommt, wird das sicherlich noch alles toppen, was wir jetzt hier in Top Gun 2 gesehen haben. So, da habt ihr es. Das war meine Meinung zu Top Gun Maverick. Jetzt frage ich an dieser Stelle natürlich wie immer euch, seid ihr Fans vom ersten Top Gun? Freut ihr euch auf Top Gun 2 oder ist das alles irgendwie an euch vorbeigegangen? Was ist so euer Lieblings-Actionfilm mit Tom Cruise in der Hauptrolle? Schreibt mir all das in die Kommentare. Und für mein Video zu Z Nation Staffel 2, klickt doch einfach mal hier drauf, weil es ist sehr lustig.